Check-up, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Hirslanden. Check-up, das Gesundheitsmagazin. Grüezi miteinander. Sina Gossweiler war Kandidatin bei Deutschland sucht den Superstar. Die Schweizerin hat jahrelang versucht, mit Diäten ihr Übergewicht zu bekämpfen. Vergeblich. Ihre letzte Hoffnung ist ein Magenbypass oder eine Verkleinerung des Magen. Schließlich entscheidet sie sich im Zentrum für bariatrische Chirurgie in Bern für den Eingriff. Allerdings muss sie nach der Operation ihre Lebensgewohnheiten umstellen. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Sina Gossweiler ist seit Anfangsjahr bekannt für ihre tiefe, kratzige Stimme. Bei «Deutschland sucht den Superstar» ist die heute 20-Jährige, bis in die erste Runde kam, hat Jury und Fans begeistert. Sina, was war das? Hey, ich hätte niemals damit gerechnet. Du hast mich bis jetzt für mich die größte Überraschung, was wir bis jetzt hatten. Die Bernerin hat sich bis ins Finale der bekannten TV-Show durchgekämpft. Privat führt sie seit vielen Jahren einen ganz anderen Kampf, nämlich gegen ihr Übergewicht. Ja, so schlank bin ich noch nie gewesen. Und ich konnte mein Gewicht eine Zeit lang in einem gewissen Rahmen behalten. Und Ende 2015 hatte ich einen schweren Autounfall und konnte mein halbes Jahr nicht bewegen. Und dann ist das Gewicht 25 Kilo hoch. Schon früh musste die junge Frau mit Vorurteilen kämpfen. Dicke Menschen haben sie in unserer Gesellschaft nicht einfach. Früher Schuhe an, so Bemerkungen wie du fette Sohle. Und zum Beispiel im Sport, wenn man Teams bildet, wenn man ja auslesen kann, wer mit dem ist, bin ich immer noch als Letzte dort gestanden. Und ja, ist nicht so schön. Sina hat jahrelang mit Diäten und Sport probiert abzunehmen. Vergeblich. Jetzt hat sie sich Hilfe gesucht beim Zentrum für bariatrische Chirurgie in Bern. Hier wird ihr unter anderem das Blut untersucht und abgeklärt, ob man ihr vielleicht operativ helfen könnte. Die Voraussetzungen für so einen Eingriff ist ein Body-Mass-Index von über 35, eine erfolglose zweijährige Therapie zur Gewichtsreduktion und Bereitschaft zur lebenslangen Nachsorge. Sina Gossweiler hat mit ihren 130 Kilo ein BMI von 44. Sie erfüllt also die Voraussetzungen. Jürg Zietner erklärt der Patientin, wie der Eingriff funktioniert. Ein kleiner Teil des Magens wird ganz oben bei den Speiseröhren abgetrennt. Das ist der Restmagen. Darum kann man noch weniger essen und trinken. Dann tut man den Dünndarm trennen und das Teil mit dem Restmagen verbinden. Mit dieser Umleitung, eben im Bypass, gelangt der Nahrungsbrei direkt in den mittleren Dünndarm. Dadurch werden gewisse hormonelle Veränderungen stattfinden. Mhm. Aus dem Restmagen kommt nachher noch die Verdauungssäfte zur Nahrung dazu und dann findet hier erst die Verdauung statt. Abnehmen tut man, weil der Magen kleiner ist und man weniger essen kann und damit weniger Nahrung verwerten. Mit dem Eingriff ist aber ein gewisses Risiko verbunden. Prinzipiell sind schwer übergewichtige Patienten, kranke Patienten, die zuckerkrank sind, hohen Blutdruck haben, Schlafapnoe. Und dadurch ist die Operation an sich ein höheres Risiko als bei gesunden Patienten. Die Operation in der Hirslanden Klinik Bussitz dauert 1,5 Stunden. Es ist ein minimalinvasiver Eingriff, das heisst, es gibt nur Einstichstellen am Bauch. Dann wird aus dem Magen ein kleiner Teil abgetrennt, daraus entsteht später der Restmagen. Der Dr. Zietner hängt jetzt noch den Dünndarm dran. Der ehemalige Magen, der hier hinten liegt, ist sozusagen ausgeschalten. Das Essen geht über den Magen drüber direkt in den Dünndarm. 2 Wochen bleiben Patienten nach so einem Eingriff noch im Spital. Dann kommt allerdings erst der schwierigste Teil. Sie müssen ihr Leben umstellen. Inzwischen weiß man, das krankhafte Übergewicht ist eine chronische Erkrankung, die wir mit einer Operation, die 1 oder 1,5 Stunden dauert, nicht auf einmal heilen können. Dadurch, dass das Hungergefühl weg ist, kann der Patient jetzt versuchen, sich gesünder und ausgewogener zu ernähren. Tatsächlich hat Sina ihr Leben umkrempelt. Vor einem Jahr ist sie operiert worden. Jetzt hat Sina schon 50 Kilo abgenommen. Vorher war sie 130 Kilo.
Jetzt hat sie sogar Freude am Sport bekommen. Vorher haben wir schon nach einem Kilometer die Knie weh oder ja, man hat nicht mögen. Und es hat auch nicht Spass gemacht. Das war ein Müssen vorher. Sina geht heute sprichwörtlich leichter durchs Leben. Und das gehört mir auch. Mehr Informationen zum Magenbypass und zu den Experten im Beitrag finden Sie auf der eingeblendeten Homepage. Danke, dass Sie dabei waren bei Check-up, das Gesundheitsmagazin. Einen schönen Abend. Adi miteinander. Check-up, das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Hirslanden.